Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Das ist Boden und Ständig. Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters. Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Heute mal wieder aus Alpen. Hallo Johannes, schön dich zu hören und zu sehen. Hi Carina, ja, tatsächlich das erste Mal, was haben wir überlegt, seit Januar. Ich glaube, es war Januar, ja. Wieder in Persona hier ja. In Alpen. Und ja, wir sind hier in Alpen, weil wir ja gestern unseren Influencer-Tag hatten. Ja, also wir haben heute Freitag den, ich muss mal schnell auf mein Handy gucken. Wo liege ich denn? 13. 18.11. Und ja, wir hatten gestern unseren Influencer-Event oder unser Influencer-Event mit einigen bekannten Namen aus der Branche und Szene, würde ich ja sagen. Und ja, deswegen haben wir dann noch einen Tag drangehängt und machen jetzt hier die Podcast-Aufnahme. Genau, ne? Während alle schon hoffentlich gut auf dem Weg nach Hause sind, darf ich noch ein bisschen nachsitzen mit dir. Ja. Aber jetzt haben wir ja auch ein bisschen Zeit wieder, also es ist ja ein bisschen entspannter, Feldarbeit ist mal zumindest abgehakt. Da kann man sich das auch mal wieder leisten, noch einen Tag dran zu hängen. Und weil wir ja den Influencer-Tag hatten als Thema und das jetzt auch in der Folge nochmal thematisieren wollen, haben wir natürlich auch noch einen Gast dabei und zwar den Patrick. Hallo Patrick. Hallo. Ja, Patrick, willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Du bist ja ein Kollege von mir, du arbeitest ja auch bei Lemken. Was machst du da so genau? Ja, zuerst einmal freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin sonst oft der hinter den Kulissen ein bisschen mit agiert und beschäftigt ist und mit euch Kontakt hat. Ich bin Kollege vom Johannes. Ich bin bei Lemken für den Bereich Social Media und Digital Marketing zuständig. Quasi alles außer Website. Das heißt, ich bin auch dann für die Influencer-Kommunikation mitverantwortlich oder Strategie. Wobei wir ja gestern gelernt haben, auch von vielen, dass Influencer eigentlich gar nicht das Wort ist, was ihr bevorzugt. Da kann ich ja direkt mal an Carina weitergeben. Das ist wohl dann eher Creator heutzutage, weil bei Influencer, glaube ich, auch einfach sehr viel Negatives. Ich wollte gerade sagen, ja, ich finde es auch immer schwierig, dieses Wort Influencer. Also ich meine, wenn man es natürlich einfach mal übersetzt, beeinflussen, ne, das tun wir oder das versuchen wir ja schon. Also wir wollen ja schon die Menschen irgendwo auch beeinflussen, dahingehend, dass sie ein besseres Bild der Landwirtschaft gegenüber haben. Aber ich finde auch so, Influencer ist immer so negativ behaftet, gleich so mit dem, die schaffen ja eh nichts, die machen nur nette Bildchen und Beauty und weiß ich nicht, so halt, ne? Ja. Und das ist ja bei uns schon alles ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ja klar, wenn man es natürlich unterm Strich und genau sieht, dann ist es wohl so, dann sind wir wohl Influencer. Es war bei uns, glaube ich, wir sprechen da ja auch häufiger drüber, Johannes, ja. Wir haben auch unsere Meetings, wo wir die Szene so ein bisschen sichten, das können wir ja gleich vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären, wie wir bei Lemken das ganze Thema angehen. Influencer war bei uns immer der Überbegriff, weil es eine sehr, sehr heterogene Gruppe ist. Wir haben die quasi nur auf dem Feld sind und nur Fotos machen von Treckern. Wir haben die mit Videos unterwegs sind. Wir haben die sich selber, so wie du, Carina, zeigen, präsentieren und über die Landwirtschaft sprechen. Mhm. Und dass die alle unter einen Hut zu bekommen mit einem Begriff, das ist, glaube ich, da gibt es aktuell noch nicht den Begriff, weil bei Creator denkt man immer auch an die Creator Day oder die großen Creator irgendwie, das ist für mich immer noch dann wirklich die Videos und die Fotos machen und da ist meiner Meinung nach Influencer noch ein bisschen anderes, da ich jetzt in dem Bereich arbeite, habe ich es nicht negativ in irgendeiner Weise konnotiert, aber haben wir gestern gehört, wir nennen es dann demnächst ein wenig anders, um dem Recht um keinen Missmut zu erzeugen. Genau, damit sich da niemand auf den Schlitz getreten fühlt. Ja, du hast es ja eben schon quasi angerissen, also Lemken macht ja schon, würde ich sagen, ist ja ziemlich weit vorne, was dann eben Influencer-Marketing angeht, also ihr macht ja schon... Ich gerne. Danke für das Lob, Carina. Ja, das fällt ja schon auf, also ich sage es ja auch oft, also viele Firmen, ich sage immer, die Landwirtschaftsbranche, habe ich das Gefühl, dass die auch gerade erst aufwacht, ne, um irgendwie Beauty und sowas nochmal aufzugreifen, die sind da lange weg und Fitness und so, die sind schon bei TikTok und da schon nicht mehr unterwegs und wir fangen ja irgendwie gerade da so erst an oder die Firmen ja auch und es gibt ja tatsächlich auch viele Firmen, die das noch gar nicht praktizieren, wo ich mich dann auch immer frage, wollen sie es nicht, haben sie es noch nicht erkannt oder ne, fragt man sich dann auch so, wenn man es mitbekommt, woran hängt es eigentlich? Und da ist ja schon auffällig, dass Lemken natürlich da sehr weit vorne auch mit ist. Natürlich auch sehr zur Freude von mir.
Und ja, wie du eben ja schon angerissen hast, ne, ihr setzt euch ja dann auch hin und guckt, ne, wen wollen wir dazu einladen und so. Würde mich mal interessieren, wonach geht ihr denn, wenn ihr solche ja, Influencer dann eben aussucht? Ja, also ich kann ja, ich bin ja bei uns auch dann mit dem Influencer-Marketing betreut, dann mehr von fachlicher Seite. Es ist halt so, dass wir natürlich, wie Patrick schon gesagt hat, die ganze Szene sozusagen überblicken und regelmäßig checken, ob da neue Leute dazugekommen sind oder die alten Hasen oder die bekannten Hasen. Die alten Hasen, die bekannten Leute kennt man halt und man verfolgt natürlich den Content, die Leute produzieren und wir achten halt darauf, dass wir, sag ich mal, wenn wir jetzt diese Unterscheidung haben, hier Content Creator, da sind natürlich dann verschiedene Kanäle, die natürlich sehr schöne Bilder beispielsweise produzieren. Das ist einmal ein Punkt, die natürlich daran erkennbar sind, dass die Community die irgendwie dann feiert mit Likes oder dass die halt oft gesehen werden als Real. Solche Leute sind natürlich wichtig und immer ein guter Partner sozusagen, aber auch gleichzeitig dann so Leute wie du beispielsweise, die guten fachlichen Content liefert, der authentisch ist. Und das ist natürlich auch für uns wichtig, weil es nützt ja nichts, wenn wir jemanden jetzt unser Produkt überstülpen. Mhm. Beispielsweise jetzt ein Flug ist, glaube ich, ein gutes Thema, weil wenn man jetzt irgendwo einen Flug hinstellen würde bei einem, ich sag mal, Influencer, ne, ich hatte jetzt einfach mal, der halt einen Betrieb hat beispielsweise, der aber nie irgendwas von Flügen vorher berichtet hat, dann macht er natürlich keinen Sinn, da jetzt irgendwie einen Flug zu platzieren und der soll dann positiv über den Flug berichten. Das ist halt dann, ja, passt einfach nicht zusammen und das ist uns halt sehr wichtig. Das ist dann, sag ich mal, mehr mein Part, das zu beurteilen aus fachlicher Sicht und dann kommt natürlich das Team von Patrick dazu, die dann auch nochmal den Rest analysieren. Ne? Patrick, hast du vielleicht noch was dazu sagen? Genau, also vielleicht, also ich mache die ganze Geschichte auch mit Influencern und digitalem Marketing jetzt seit 8 Jahren oder 10 Jahren. Die Zeit rennt ja quasi. Das heißt, auch da sah die Welt der Influencer, ich nenne es jetzt auch einfach mal so weiter, ja, oder der Creator halt noch anders aus, wo Blog halt eine Riesengeschichte war, weil auch einfach die Bandbreite des Internets einfach noch nicht so groß war. Das heißt, da war YouTube noch gar nicht das Thema und das war, weiß ich damals noch, war die Frage, ob sich YouTube irgendwie überhaupt durchsetzen wird in der Art und Weise oder wofür das denn da ist in Wetter. Das war kurz dann, bevor dann irgendwann YouTube wirklich explodiert ist und natürlich unfassbar auch relevant geworden ist in vieler Art und Weise. Genau, also zuerst einmal danke für das Lob von deiner Seite irgendwie, was es angeht. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Das freut uns besonders, weil es halt uns auch zeigt, dass das, was wir machen, anscheinend gut ankommt und das, ich glaube, man hört immer gerne, dass das, was man macht, jetzt auch einen Impact hat und dass die Leute sich ein bisschen freuen und sagen, okay, das bringt was. Vielleicht übergeordnet ist es da nochmal wichtig, dass bei uns auch die Geschäftsleitung dahinter steht, also Frau Lemken als Gesellschafterin sowie auch der CEO, die waren gestern ja auch ganz kurz dabei und haben was gesagt. Das ist sicherlich auch viel Überzeugungsarbeit, immer bei Unternehmen zu sagen, das sind nicht die Leute, die nur einen Lippenstift in die Kamera halten und sagen, hey, ne, kauf das mal, dann lasst ein Like hier unten da und so weiter und so fort, sondern dass man den Mehrwert natürlich auch sagt zwischen klassischem Marketing, zwischen Printmarketing und Influencern, das ist immer eine Schnittstelle oder ist aber auch immer eine Reibestelle für alle, weil am Ende vom Tag gibt es ein Werbebudget, das ist bei uns genauso wie bei jeder anderen Firma auch und wir haben eine gewisse Manpower, wir haben eine gewisse Stundenanzahl, die wir alle arbeiten mit unseren Mitarbeitern, die können wir halt nicht auch alle aufteilen, sondern wir müssen uns auf Sachen fokussieren. Genau, und deswegen, als ich vor 4 Jahren bei Lemken angefangen habe, habe ich gesagt, nee, Influencer finde ich auch eine wichtige Geschichte, lass uns das auf jeden Fall gucken, lass uns ein bisschen spotten, wie das aussieht, auch gucken, wie es aussieht, wie sieht die Landschaft der Leute aus. Und vielleicht die spannendste Frage auch für alle, die jetzt gerade zuhören und sich überlegen, vielleicht mache ich auch mal was mit Lemken oder nicht. Wie kommen wir auf die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten? Und da kann Johannes gleich auch noch was zu sagen. Also fachlich muss auf der einen Seite passen, weil ich komme nicht aus der Landwirtschaft. Das heißt, ich kann oft nicht beurteilen, inwiefern ein Bild, was ich bekomme oder ein Video, wo ich sage, hey, das sieht eigentlich ganz cool aus, weil es gut gemacht ist. Und Johannes dann sagt, nein, das passt leider überhaupt nicht. Da ist die Sache nicht richtig und da ist das nicht richtig und da ist irgendwas, da sieht man noch was und da sieht irgendwas nicht. Und dann sage ich, ja, schade. Ich fand es eigentlich ganz schön irgendwie. Also für uns ist wichtig, wir gucken den Content der Leute an. Dann ist bei uns natürlich aber auch wichtig, Reichweite. Ich meine, da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Wir von Lemken wollen natürlich auch, dass wir gesehen werden, wahrgenommen werden. Das heißt, das ist auch ein Punkt, aber nicht der Hauptpunkt. Weil wir alle wissen, man kann sich Reichweite auch relativ einfach kaufen heutzutage irgendwie. Und du hast manchmal Leute mit einer enormen Reichweite, die dann auf einem Beitrag 10 Likes und 3 Kommentare haben. Also da sieht man schon, da ist irgendwas jetzt nicht. Das ist auch spannend, dass du das gerade sagst, weil da hatte ich auch schon einige Diskussionen mit Firmen, die das dann aber nicht so sehen, die dann erstmal so diese große Zahl im Profil sehen, ne? Die muss dann ja jenseits von 100.000 sein, sonst bist du ja schon ein kleiner Fisch. Ja. Und die das aber gar nicht so beobachten dann auch, wie du schon sagst, ne? Dass die Fotos gar nicht die Reichweite haben, dass nur 50 Likes da sind und wenn überhaupt irgendwie ein paar Bots, die kommentieren. Und da hatte ich auch wirklich schon spannende Diskussionen, auch mit einer Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe, die es da
dann auch auf mehrere Influencer verteilt haben und dann aber auch total erstaunt waren, dass bei mir die Interaktion danach am höchsten war. Also es ging um Anmeldungen auch eben zu einer Thematik und dass die Anmeldungen da am höchsten waren, wo ich dann auch gesagt habe, ja klar, du musst aber auch immer gucken, wer folgt denn den Menschen auch. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ein Profil hast, wo es eher um bei den Mädels jetzt einfach mal zu bleiben, wo es irgendwie um ein paar nette Fotos auf dem Traktor geht, die um es mal so zu sagen, die Herren der Schöpfung, die dem folgen, sind nicht unbedingt auch die, die dann, weiß ich nicht, an irgendeinem Düngerseminar oder einer Mähdrescher-Schulung oder keine Ahnung was teilnehmen wollen. Ne? Und das ist halt bei mir, glaube ich, dann eben auch ein bisschen anders, weil ich habe natürlich auch in Anführungszeichen zu meinem Leidwesen viele aus der Landwirtschaft, die mir folgen. Also wenn ich es schätzen müsste, wären es wahrscheinlich irgendwie um die 70%, die ja nun mal was für euch natürlich jetzt gut ist. Für mich. Ich wollte gerade sagen, also für uns ist das ganz gut in der Tat. Was ja auch, wir sind da ja so ein bisschen in der Blase und ich finde es halt immer so schwierig, weil eigentlich habe ich diesen Kanal ja auch mal angefangen, um Aufklärungsarbeit eben zu leisten und natürlich auch die Menschen zu erreichen, denen ich jetzt nicht, die halt nichts davon wissen. Ja. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, das irgendwie da aus der Blase halt eben rauszukommen. Aber trotzdem, eben dadurch, dass mir so viele folgen aus der Landwirtschaft, ist es ja auch interessant dann für Firmen wie euch eben, ne? Und ich bekomme da echt viel Feedback, auch wenn ich dann zum Beispiel jetzt ja auch mit der Solitär 25 dann da Stories drin hatte, dass wir damit gesät haben, wo dann wirklich ja auch fachliche Fragen kommen, hier, wie macht ihr das und so. Aber das macht ja auch Spaß am Ende des Tages und da hat ja auch jeder dann was von, einfach eine Win-Win-Situation. Genau. Exakt. Also. Ja, so ist es eigentlich. Also, dass wir... Das ist eigentlich genau das, also wo wir immer sagen, da wollen wir hin. Also es hört sich wirklich doof an, aber das ist mir ganz wichtig, also sowohl bei anderen Kunden, wo ich vorher gearbeitet habe oder bei einer Agentur. Also meine Erfahrung ist einfach eindeutig, es muss für beide passen. Also wenn du eine Kooperation machst, wo beide hinterher sagen, das war super, ich habe mich wohlgefühlt, ich mag das Produkt oder die Dienstleistung, die ich vorstelle, dann ist es immer eine bessere Kooperation, als wenn man wirklich sagt, hier, ich lege Geld auf den Tisch, fang an, mach das und nächste Woche machst du was anderes, ist mir egal, aber oder irgendwas überstülpen, was überhaupt nicht zu dem jeweiligen Influencer ne, oder dem Creator irgendwie passt in der Art und Weise, weil ich sag, also das ist ja einfach so, Firmen kaufen bei Creatoren oder bei InfluencerInnen und Influencern Sachen ein, da weil sie sagen, wir sind davon überzeugt, dass genau so, wie du gerade deinen Content machst, der richtig ist, dass der gut ist und dass deine Leute oder deine Fans den so mögen. Ja. Also umso verquer wäre es ja, wenn wir hingehen würden und sagen würden, okay, Carina, jetzt machst du 5 TikTok-Dances und machst irgendwas anderes. Mit Lemken-Merchandising. Genau, dann bin ich raus. Genau, mit Lemken-Merchandising und danach machst du noch das und dies und machst dann das, wo du sagst, ja, aber das, also ne, und da sieht man dann häufig auch bei Creatoren, dass dann auf einmal Stories kommen, die sehen ganz anders auch von der Machart als das, was sie sonst irgendwie haben, wo man dann ja hängen bleibt, wo man denkt, hä, das ist doch überhaupt nicht das, was sie sonst machen irgendwie, aber das ist für uns, also für uns auch nicht erstrebenswert, also für uns ist es so, dass wir sagen, nein, wir wollen, dass sich beide wohlfühlen, natürlich, es müssen Markenbotschaften in einer gewissen Weise natürlich auch mal rausgebracht werden, weil dafür arbeiten wir mit den Leuten zusammen, aber vielleicht auch noch, also neben Reichweite, das hatte ich ja gerade schon erwähnt und so weiter, ist, also mir am wichtigsten ist die Personalität von dem jeweiligen Creator oder Influencer. Ja. Wir sind ein Familienunternehmen, 7. Generation. Die ganze Firma, würde ich jetzt sagen, ist sehr familiär in der Weise, als dass man irgendwie mit jedem sprechen kann, dass man auch zum CEO gehen kann und sagen kann, ich habe ein Thema, können wir es besprechen? Und dass niemand sagen würde, nein, auf gar keinen Fall. Und man ist nur irgendeine Nummer in einem Zahlenwerk. Im Konzern. Absolut. Und das spiegelt ihr aber auch nach außen. Also ich kann das an der Stelle auch einmal einwerfen oder möchte ich auch gerne mal einwerfen. Ich glaube, das merkt man auch, dass mir die Zusammenarbeit mit euch sehr viel Spaß macht. Das ist schon echt so ein bisschen, ja, wie nach Hause kommen, wenn man hier nach Alfen schön kommt. Also man, ja, wir man, ja, das die haben mich immer gerne da. Die haben auch jeden anderen gerne da, der mal gerne Besuch machen möchte. Man fühlt sich halt auch einfach wohl hier und auch so die ganze Firma. Ich habe hier noch nie einen getroffen, wo ich danach dachte, so, was war das jetzt? Ja. Alle total offen, alle total nett und das merkt man eben auch der Firma an und dann macht die Zusammenarbeit ja auch umso mehr Spaß. Und auch so gestern zum Beispiel dann, um auf den Influencer-Day kurz zurückzukommen, wo dann auch einige schon gesagt haben, so nach dem Motto, ja, ich muss jetzt hier mal irgendwie was hochladen und so, tralala, wo ich dann auch gesagt habe, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt hier 500 Stories hochballern. Das ist nicht der Sinn, oder deswegen sind wir nicht eingeladen worden. Natürlich ist das schön, wenn wir dann darüber auch berichten und das machen wir ja sowieso, weil wir unsere, unsere Follower ja auch irgendwie so im Alltag alle irgendwo mitnehmen und man ja auch so ein bisschen zeigen will, wo man dann unterwegs ist, aber ihr gebt einem auch nicht das Gefühl, so
nach dem Motto, so, wir haben euch jetzt hier eingeladen, nur damit ihr jetzt hier den ganzen, die vier, nächsten 24 Stunden nur Lemken-Maschinen hochladet und sagt, wie toll das alles ist. Also es ist halt auch so, ne, man ist halt auch frei in dem, was man tut irgendwie. Und nur dann, finde ich, kann es ja auch authentisch sein. Weil das habe ich halt eben auch schon erlebt, dass dann gerade, wie du ja auch, Patrick, eben im Marketing jetzt nicht unbedingt Leute sitzen, die halt aus der Landwirtschaft kommen und die dann dir Sachen vorschreiben, wo du sagst, so, das muss aber jetzt, weil dann ist ein Budget da, dann muss das aber bis dann und dann ja erledigt sein und du dann da sitzt und sagst, ja, es macht aber jetzt gar keinen Sinn. Also ich kann nicht im Dezember jetzt darüber berichten, wie der Mähdrescher funktioniert beispielsweise. Das muss man denen dann erstmal erklären und dann sitzen die aber da, nee, wir haben jetzt das Budget, das muss jetzt passieren. Und Kampagnenstart ist am 4. Genau, und das macht es dann ja auch irgendwie schwer und das sind dann auch die Sachen, wo ich dann sage, ja nee, da bin ich dann halt auch raus irgendwie, ne, weil es ist immer noch ein Hobby und ich mache es total gerne, aber bei mir ist halt auch so, der Betrieb geht immer vor und es ist natürlich am einfachsten, wenn man es in den Betriebsalltag, wie zum Beispiel, ne, dass ich dann eben wirklich bei der Aussaat bin und wirklich dann über die Maschine berichten kann, ist es ja auch, sage ich mal, am einfachsten und am entspanntesten am Ende des Tages und nicht dieses gezwungene so, oh, heute ist der, weiß ich nicht, der 11.11., heute muss ich aber das und das noch für die und die hochladen, das macht es am Ende, ich finde, das merkt man und das macht es unauthentisch. Und das ist zum Beispiel was, wo ich immer gesagt habe, das ist mir total wichtig. Am Ende des Tages will ich mir, egal wofür ich dann eventuell Werbung mache oder was empfehle, mir selber treu bleiben, weil alles andere, finde ich, wie du schon gesagt hast, man merkt es einfach sofort und ich glaube, das ist auch am Ende für beide nicht zielführend. Naja, das ist ja das, was wir sagen, also was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, es muss halt authentisch sein und das ist auch das Wichtigste einfach. Ja. Also wie gesagt, das Produkt muss dann passen. Wir können halt auch nicht alles überall platzieren, aber jeder hat da seine Stärken und auch da seine Schwächen. Aber dafür sind wir ja auch ein Team, sag ich mal, aus Leuten, die jetzt halt von Marketing Ahnung haben und die von der Landwirtschaft auch Ahnung haben, um das halt auch einschätzen zu können und da dementsprechend das Beste dann rauszuholen. Dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, jetzt du hast ja schon gesagt, mit diesem Influencer-Tag, da kam es jetzt nicht darauf an, dass man möglichst viele Stories hochlädt, sondern es ist einfach, wir sind halt ein Familienunternehmen, wir legen sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt, das hat Patrick gerade schon angeschnitten. Also wenn wir jetzt in eine Kooperation eingehen, ist es auch so, dass wir da auch mehr mal, dass wir vorher telefonieren, uns kennenlernen und auch mal vielleicht hinfahren, bevor man da jetzt irgendwie was macht, weil man halt auch dann ja auch weiß, wie kann man denjenigen einschätzen, mit dem man jetzt zusammenarbeitet und vor allen Dingen, die Leute wissen ja auch, wie sie uns einschätzen können. Wenn wir jetzt dann zum Beispiel irgendwo eine Maschine hinstellen, dass man die mal ausprobieren kann, dann fährt auch ein Kollege dahin, stellt das ein, erklärt das nochmal, damit man da auch als Influencer dann auch gut vorbereitet, bestimmte Sachen natürlich auch durchführen kann. Wir drücken da ja nichts aufs Auge, jeder kann dann seine Meinung sagen, ist ja auch authentisch, wenn mit Sicherheit ist an unserer Maschine noch nicht alles hundertprozentig perfekt, wenn man jetzt dann, aber auch das macht es ja aus, ne, wenn wir eine Kleinigkeit haben, die vielleicht nicht so optimal ist, dann kann das ja auch ruhig mal erwähnt werden. Viele Sachen sind halt bekannt, müssen behoben werden, aber auch das macht es ja auch authentisch, wenn man jetzt wirklich alles nur super shiny glossy darstellt. Ja, auch Quatsch, wenn Karin jetzt hingehen würde und sagen würde, ja, die Maschine, die hat eine Standzeit von Ultimo und da geht nie was kaputt, es läuft alles beim ersten Einsatz, die muss nicht erst einsatzmäßig vorbereitet werden, sondern alles ist immer aber super. Aber auch das ist ja auch eine Win-Win-Situation, weil ich meine, im Endeffekt, wenn ich jetzt in der Praxis feststelle, hier, das ist totaler Murks, wie ihr das gelöst habt, da könnt ihr ja auch von profitieren am Ende des Tages wieder, ne? Und so ist es ja. Und ich meine, ich sitze ja auch eigentlich tatsächlich hier, um auf den ganz Anfang zurückzukommen, weil wir ja mit unserer Solitär 8, das habe ich ja auch damals im Internet, also in den Stories dann erzählt, was unsere Probleme waren, eben um meine Community dahingehend zu nutzen, dass ich mir dachte, naja, vielleicht, du bist ja bestimmt nicht der Einzige, der das Problem hat, vielleicht kann dir einer helfen oder hat da irgendwie Tipps, weil, ne, man ist ja auch selber auch als Anwender nicht perfekt. Es gibt ja auch vielleicht Dinge, wo ich dann sage, hier, das ist total blöd gelöst und dann sagt Johannes mir, ja, nee, du musst das ja auch so und so machen. Ach so, ja klar, also, ne, das kann ja auch passieren, das ist ja nicht immer nur der Fehler von der Maschine oder sonst was und so war es ja im Endeffekt bei mir dann eben auch, ne, weil ich eben nicht so gut zurechtkam damit, sind wir ja überhaupt erst in Kontakt gekommen auch im Endeffekt. Das ist für uns, also wie du es gerade sagst, das ist für uns halt super wichtig, auch da ehrliches Feedback zu bekommen im Zweifel, weil wir alle kennen es auch beim Community-Management, du wahrscheinlich noch mehr als wir vielleicht, aber das ist halt, ne, wenn man unzufrieden ist, sagt man es 7 Leuten, wenn man zufrieden ist, sagt man es einer Person und es ist schnell eine Nachricht geschrieben, besonders an Wochenenden Nachrichten geschrieben, wo man vielleicht Montag nochmal drüber lesen sollte und nicht rausschicken sollte,
Seite, wo man halt alles verteufelt und so weiter und so fort. Und es ist natürlich schöner, dann halt auf einer sachlichen Ebene irgendwie zu arbeiten und sich auszutauschen. Was bei uns halt auch ja nicht Alleinstellungsmerkmal ist, aber was uns wichtig ist, also wir haben auch keine Agentur dazwischen, die das Ganze betreut. Es gibt ja durchaus auch Mitbewerber, die machen das dann über eine Agentur, weil sie sagen, ja, wir haben vielleicht nicht die Ahnung davon, was ja okay ist, oder wir haben nicht die Manpower, wir wollen es aber trotzdem machen. Das ist alles valide und das ist alles gut. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen den direkten Kontakt mit den Influencern haben. Zum einen, weil ich glaube, dass immer über, also je mehr Leute dazwischen sind, desto eher ist das Stelle Postprinzip und ja, wir absolut, alle wissen, selbst bei 3-4 Leuten kommt die Nachricht nicht so an, wie man sie vielleicht überlegt hatte. Ich finde es auch eine Wertschätzung, beziehungsweise finde ich es gut, wenn man direkt mit den Creatoren zusammenarbeiten kann und besprechen kann und vielleicht sagen kann, nee, versuch doch mal so, so gefällt uns das nicht, und das kann man vielleicht gut erklären. Das ist immer besser, als wenn man der Agentur sagt, nee, das gefällt uns dessen deswegen nicht, und dann schreibt die Agentur weiter, nee, das, was du gemacht hast, ist nicht gut, mach es nochmal neu, und der Creator denkt sich, hä, warum mögen die das jetzt nicht, oder irgendwie wie der Kunde ist doof und so weiter und so fort. Vor allen Dingen auch gerade mit Agenturen, das hatte ich nämlich auch schon, dann sitzt in der Agentur im besten Fall auch noch jemand, der wieder gar keine Ahnung hat von der Thematik und das dann aber wieder auch falsch an der anderen Stelle weitergibt und wie du schon sagst, ne, und so viele Köche verderben den Brei, Viele Missverständnisse, also oder manchmal einfach Missverständnisse irgendwie und und dann läuft, also über Agentur ist dann auch immer Monetarisierung mit dabei, also alle müssen Geld verdienen irgendwie, das ist sicherlich auch ein Punkt irgendwie, und ja, also für uns hat sich einfach rauskristallisiert, dass wir gesagt haben, okay, wir in unserem Team haben die Leute auch Lust darauf, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also es bringt nichts, wenn du sagst, okay, da setzen wir, ne, da sitzt jetzt der Abteilungsleiter, sitzt jetzt 4 Leute dran, die aber alle sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, das ist nicht meine Welt und ich möchte es nicht machen, das merkst du dann letztendlich dann auch wahrscheinlich bei den Sachen, und das ist bei uns, wie nicht zu viel versprechen, Johannes, aber habe ich das Gefühl, dass die 4, also bei uns sind es 4 Leute insgesamt, also ich, der Johannes, dann noch der Kollege Justus vom Produktmarketing und der Mirko, mein Kollege, der macht auch das Community-Management bei Facebook und bei Instagram größtenteils, das heißt, alle von euch, die vielleicht mal uns geschrieben haben, die uns verteckt haben oder sowas. Die natürlich nachher den Podcast bewerten, Fragen an den Mirko stellen. Genau, alle, die was schreiben können, dann direkt mit Hey Mirko schreiben. Nein. An der Stelle auch schöne Grüße an Mirko und Justus. Props gehen raus an Mirko. Ja, der, was der manchmal erzählt, was da reinkommt, ist auch abenteuerlich, aber auch das gehört dazu und ist halt wichtig, wenn man soziale Medien oder halt auch Influencer machen möchte, dann muss man, also dann muss eingeplant sein, dass man halt auch Feedback bekommt, dass das Feedback nicht immer positiv ist oder nicht immer nur negativ ist, gehört auch dazu, aber das macht das Ganze halt spannend, finde ich. Und dann, dann kommt es halt in die Region, dass man sagt, okay, wir identifizieren Leute, mit denen, wie Johannes gerade gesagt hat, sprechen wir dann auch, dann laden wir die meistens zu uns einmal ein oder wir machen einen Videocall und da besprechen wir auch wirklich, was sind denn das, was du erreichen möchtest, oder das haben wir bei dir genauso gemacht, Carina, dass wir gesagt haben, okay, wo siehst du denn überhaupt auch, dass dein Channel hingeht irgendwie, auf was hast du Lust, wie kommen wir am besten zusammen, weil dann kriegen wir nämlich coole Ideen hin, oder dann kommen das, was wir jetzt auch haben, häufiger dann noch Partner oder Creator auf uns zu und sagen, hey, guck mal, ich habe die und die verrückte Idee, was haltet ihr davon? Und ja, klar, manchmal müssen wir sagen, ja, das ist eine verrückte Idee, die können wir nicht umsetzen oder irgendwie, aber oft genug ist, dass wir sagen, ja, klar, setzen wir einfach um, und also das sind so die Projekte, die am meisten Spaß machen, finde ich. Wo man halt auch auf einem kurzen Dienstweg mal, also ist ja auch der Vorteil, dass wir da niemanden dazwischen haben, wir können halt da sehr schnell reagieren, und gerade jetzt auch in der Landwirtschaft ist ja nochmal was anderes, wie wenn wir beim Lippenstift sind, denn den kann man halt sehr schnell irgendwo hin verschicken, also per Post vielleicht, aber wenn man jetzt mal so eine Maschine dann mal schnell irgendwo hin organisiert, ist durchaus dann schon mal schwieriger, wenn man dann noch jemanden dazwischen hätte, wäre das fast unmöglich, aber das sind halt die Sachen, die Spaß machen, wo man halt dann auch wichtig, wo es auch sehr wichtig ist, dass man den direkten Draht zum Influencer dann auch hat, um solche Sachen umsetzen zu können und vor allen Dingen schnell und passend umsetzen zu können. Genau, und also am Ende vom Tag ist es bei uns dann so, dass wir eine Liste haben, wo wir quasi einmal wöchentlich oder alle 2 Wochen einmal durchgehen und dann auch einmal screenen, ist jemand neu dazugekommen, der irgendwie aufgetaucht ist. Wir sind 4 Leute, wir haben zwar ein Tool dafür, aber ich glaube, niemand kann alles immer überblicken, deswegen guckt man so ein bisschen so, wie ist der Trend bei manchen Leuten irgendwie, bei manchen aber auch, wie ist die Qualität der Arbeit irgendwie, weil wir haben auch Leute, die machen den besten Content und die machen wirklich super Erklärvideos, haben dann aber 400 Follower, und das muss man sagen, also dann ist es bei uns, dass wir sagen, eigentlich ganz cool, dann überlegen wir immer, okay, kann man die für Projekte einbinden, wo wir dann quasi das veröffentlichen, weil dann haben wir es auch über uns, dann können wir unsere Reichweite oder Werbung draufschalten, aber dann nicht bei ihm irgendwie. Und bei anderen ist es ja eindeutig, wenn die, ne, dass man sagt, wir kaufen uns die Reichweite quasi dann mit ein und machen darüber dann irgendwelche Geschichten. Also dann ist, gibt, also bei uns natürlich auch immer, wie gesagt, wir identifizieren auch, wir haben auch Leute drauf, die halt dann vollkommen nicht blau fahren, sondern eine andere Farbe hinten haben und dann auch da wirklich die andere Philosophie folgen.
vollkommen durchziehen, dann sagen wir auch, ja, das können die besten Kreatoren sein, das passt dann einfach nicht, weil dann kommen wir wieder zum Punkt Ehrlichkeit. Authentizität, ja. Genau, kommen wir zu dem Punkt wieder zurück, weil es wird bei dir jetzt auch seltsam sein, wenn du jetzt auf einmal sagen würdest, ab morgen, hey, pass mal auf, ich habe Produkt XY vom Mitbewerber jetzt hinten dran, das ist das beste Produkt, was ich jemals hatte irgendwie, dann würden auch mal sagen, was ist denn da jetzt irgendwie los, du hast jetzt irgendwie 10 Jahre lang erzählt, Flügen ist doof und jetzt auf einmal hast du einen Flug dahinter und sagst, das ist jetzt der beste Flug aller Zeit, dann zeigen die alle einen Vogel, ne? Und ich meine, ich glaube, du, Carina, kriegst genug Feedback, egal welche Maschine du neu hast oder anders hast wiederum, wo Leute fragen, hä, aber das ist so besser, die Maschine ist doch besser und die Maschine ist besser. Das wollte ich dich auch gerade noch fragen, weil das komm ist ja... Komm auf meinen Boden. Dann, Nee, das würde mich nämlich mal noch interessieren. Bei mir ist ja, also was bei mir tatsächlich die meiste Arbeit macht, ist, glaube ich, echt dieses Nachrichten beantworten, weil ich unglaublich viel Nachrichten in meinem Postfach am Tag habe und je nachdem, was für Storys es sind, komme ich manchmal schon kaum noch hinterher. Mich würde mal interessieren, wie ist denn das auf so einer Firmenseite letztendlich? Ist es da auch, dass da bei euch viel aufläuft, dass die Leute, egal jetzt mal, ob positiv oder negativ, ist ja mal egal, aber treten die tatsächlich wegen einem Produkt auch mit euch direkt in den Kontakt dann darüber oder ist es eher weniger? Ich frage nur, weil oft treten die, also fragen die mich nämlich dann so Dinge. Ja, genau, wo ich dann manchmal da sitze und denke, da muss ich erstmal nach. Also ich mache das natürlich, weil das ist ja auch was. Na, oft schreiben wir, frag einfach Carina. Ja, ach deswegen. Ach so, verstehe. Auch unser Service hat einen Ruf, um Leitung zu bringen. Falls dir nicht aufgefallen ist, auch manchmal nachts oder am Wochenende Leute bei dir anrufen, wo du gar nicht weißt, wo die Nummer her ist. Also wir leiten die eigentlich. Okay, verstehe, ja. Das ist Kanal C meistens. Interessante Frage ist bei uns wirklich auch saisonbedingt. Das heißt, wir haben auch manchmal gar nicht zu erkennen, warum. Dann haben wir aber Anfragen noch und nöcher und manchmal gar keine. Also es ist schon so, dass bei einer Firmenseite und wir haben jetzt, ich glaube in Deutschland allein 70.000 Fans bei Facebook, lass mich nicht lügen, und haben ja auch noch die beiden Instagram-Seiten, die wir bespielen. Da kommt immer was rein. Also es gibt jetzt keinen Tag oder so, wo man sagt, hey, heute ist gar nichts reingekommen. Mhm. Das ist ja auch gut, da wir ja aber außen, wenn wir die Maschinen ausliefern, ja nicht selber als Lemken die ausliefern, sondern über einen Händler und der auch den Service macht, ist es bei uns so, dass halt wirklich sehr, in Anführungsstrichen, wenig Service-Anfragen reinkommen, was für uns gut ist, weil, wie gesagt, ich komme nicht aus der Landwirtschaft, der Mirko auch nicht. Das heißt, bei uns intern wird dann der Prozess abgespult, dass wir dann bei Johannes' Team nachfragen. Und wenn Johannes' Team das, also wenn es einfach nur fachliche Fragen sind, kann der beantworten. Aber wenn es wirklich dahin geht, dass man sagt, die Maschine klappt nicht oder ist kaputt oder wir noch Bilder bekommen mit und so weiter, dann nehmen wir uns das auch an und geben das weiter, weil, wie gesagt, das ist einfacher als sonst irgendwas. Aber oft genug müssen wir dann auch sagen, du musst den Händler vor Ort fragen, nicht weil wir es abbügeln wollen. Genau, nicht weil wir es abbügeln wollen oder einfach weghaben wollen, sondern einfach, das weißt du ja auch, also jeder Tag ist anders, jede Maschine ist anders, jeder Boden ist anders und jeder Einsatz ist anders. Also, ne, es ist super, also ein Arzt kann auch nicht übers Telefon diagnostizieren, der muss auch abhören. Genau. Und so ist es halt bei vielen Maschinen auch. Das heißt, jemand muss rauskommen, muss gucken, woran liegt denn das? Liegt das an einem Anwenderfehler, weil halt wirklich was falsch eingestellt ist? Liegt es daran, dass ein Materialfehler ist oder dass bei Lemken, bei der Maschine irgendwas nicht richtig ist? Oder woran liegt das irgendwie? Und manchmal ist es wirklich, sind Sachen, da hätte man nie dran gedacht und dann klappt das sofort wieder. Und manchmal sind es halt größere Sachen irgendwie. Aber die leiten wir dann wirklich nur weiter. Also ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, wie viele Leute pro Tag schreiben, aber es sind durchaus einige. Das kann man so sagen. Und wenn die Saison ist, wo unsere Maschinen im Einsatz sind, das heißt vor allen Dingen dann Sämaschinen und aber dann auch Stoppelbearbeitung und Flüge und so weiter, dann werden wir natürlich auch sehr oft markiert und dann schicken uns sehr oft Leute Bilder, was wir cool finden, weil das teilen wir gerne, weil wir natürlich auch stolz darauf sind, dass unsere Maschinen überall auf der Welt im Einsatz sind und unter den verschiedensten Bedingungen sind. Und das ist einfach für uns, finde ich, immer noch, also mir macht es immer noch Spaß, aber ich finde es immer noch erstaunlich und cool, wenn ich eine Maschine sehe, die halt vorm Iris Rock fährt, so ungefähr, oder die halt irgendwie mitten in Japan fährt und so weiter und die Leute zurückschreiben, ja, great Machine, we're very happy und so weiter und so fort und man einfach sagt, ja, cool, weil man dazu führt, dass die Welternährung im Zweifel auch so gehandhabt wird, wie sie ist, dass die Landwirte auf der ganzen Welt eigentlich damit Lebensmittel produzieren können und das ist ja so ein bisschen das, was wir hatten vorhin ja den Werksrundgang da nochmal mit allen vom Influencer Day, da hängen auch an zwei von den unseren Süßigkeitenautomaten und Getränkeautomaten, die wir im Werk haben, hängen halt auch Aufkleber, wo draufsteht,
ohne Landwirte hätten wir keinen Beruf oder also so durch die Blume gesagt irgendwie. Ja. Und das finde ich bei Lemken ganz spannend, dass halt durchaus allen bewusst ist, dass ne, ihr, Carina, die seid, für die wir das Ganze machen, die wir es produzieren. Das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber eigentlich ist es genauso, ja, dass wir sagen, ja, wir versuchen das Bestmögliche für euch rauszuholen, ja, damit ihr es halt auf dem Acker umsetzen könnt. Ja. Irgendwie. Und auf der anderen Seite ist es ja eben, wie du auch während des Werkrundgangs ja zu mir schon gesagt hast, ne, ihr fühlt euch ja auch so als Teil der Landwirtschaft, weil klar, ne, ich brauche ja im Endeffekt auch die Maschinen dafür, um das so oder zumindest oder generell wir weltweit brauchen die Maschinen, um die Schlagkraft zu haben, um eben diese Menschen alle ernähren zu können. Genau. So, da kannst du jetzt auch nicht mehr mit dem Rechen und mit der Hand, das wird dann ein bisschen anstrengend. Was vielleicht auch immer ein interessanter Punkt ist, finde ich, dass bei uns sehr viele Leute dann im Werk dann wirklich arbeiten, in der Montage, in der Flugfertigung, in der Vorentwicklung und eigentlich alle überall. Ja. Und dass von denen aber viele auch im Nebenerwerb Landwirte sind. Das heißt, die haben dann zu Hause noch einen Hof und arbeiten dann regulär nach Vertriebsvertrag und so weiter bei Lemken, aber haben zu Hause dann selber einen landwirtschaftlichen Hof. Und dann sind jetzt gar nicht in die Entwicklung involviert und so weiter, aber bauen quasi Flüge, von denen sie vielleicht einen dann später irgendwann selber zu Hause einbinden. Und das ist ja auch nochmal eine Vernetzung zur Landwirtschaft, die eigentlich ganz cool ist. Also nicht, dass da kommen Leute und schrauben jeden Tag 20 Schrauben an Flug dran, aber wissen gar nicht, was ein Flug ist, was er macht und so weiter, sondern so viele Leute hast, die sagen, nee, da komme ich auch. Und dann sieht man auch das ein oder andere Mal dann wirklich auch Trecker auf dem Mitarbeiterparkplatz, weil die Leute dann wirklich mit dem Trecker kommen, da cool abstellen und so weiter. Da muss man immer ein bisschen Platz lassen, rechts und links, aber ansonsten ist das eigentlich immer ganz witzig, finde ich. Ja, da hast du recht, Patrick. Das ist immer ziemlich witzig manchmal mit unseren Bist du auch schon mal mit dem Trecker gekommen? Nee, tatsächlich noch nicht. Aber ich habe ja auch eine relativ weite Anreise für den Trecker, würde ich jetzt sagen. Musst du früher losfahren. Ja, genau, früher aufstehen. Nee. Aber du hast ja gerade schon, ihr habt ja gerade ja schon mal gesagt, wir hatten ja beim Influencer-Tag hatten wir auch ein tolles Programm. Vielleicht können wir ja darüber ja nochmal reden, was wir da so gemacht haben, Carina. Vielleicht kannst du mal kurz aus deiner Sicht so berichten, wie so dein Tag was war. Was du dich noch erinnerst. Ja, was? Ich erinnere mich natürlich an alles. Der Tag ist natürlich erstmal mit einem ganz herzlichen Empfang gestartet. Wie wir eben auch schon gesagt haben, war ja auch Frau Lemken vor Ort und auch Herr van der Ley und hat uns begrüßt. Das ist natürlich auch immer schön, ja, einfach zu sehen, dass das auch wertgeschätzt wird, wie du eben schon gesagt hast. Also das merkt man hier auch sehr, dass es auch in der Chefetage, wie soll ich sagen, ne? Ankommt. Ankommt. Da hat mich auch zwei, drei Leute angesprochen und gesagt, oh, das wäre ja wirklich verrückt, dass wir jetzt wirklich der CEO gewesen von dem. Ich so, ja, ah, das ist ja verrückt, also dass der jetzt da wäre. Das wäre ja auch, das wäre ja auch mal eine Hausnummer. Also das wäre ja mal was Besonderes irgendwie. Und freut mich auf jeden Fall. Irgendwie. Ja, merkt man halt auch eben, dass das halt auch Anklang findet. Und dann haben wir uns natürlich einige tolle Maschinen angeguckt, die ihr uns ganz wunderbar präsentiert habt. Vielleicht willst du kurz sagen, über welche Maschinen wir gesprochen haben. Das ist ja nicht so gelaufen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich war ja für den Maschinenpart verantwortlich, aber wir können ja vieles beeinflussen, aber leider das Wetter noch nicht. Und dann hat es da leider gestern und vorgestern 25 mm geregnet, sodass wir dann keinen geplanten Feldeinsatz durchführen konnten, wie wir eigentlich vorhatten. Wir wollten ja eigentlich mit allen Maschinen in den Einsatz gehen. Wir haben ja dann eine Solitaire DT gezeigt, also unsere neue Bestellkombination haben wir euch ja erklärt, dann leider nur auf dem Platz, im Trockenen sozusagen. War trotzdem spannend. Dann haben wir, das hoffe ich ja. Dann hatten wir ja unseren Korallin-Flachgrubber, den neuen Karat 10-Grubber, unseren, Universal-Grubber. Dann hatten wir einen Flug, einen Juwel 8i, der also völlig mit Isobus bedienbar ist, übers Terminal. Alle Einstellungen können da übers Terminal getätigt werden, den haben wir noch gezeigt. Und dann natürlich glücklicherweise für alle Content-Kreatoren hat man das dann doch noch möglich gemacht, dass wir da mit unserer Rubin 10 Kurzscheibenegge auf einen Maisstoppelacker konnten, also wo Körnermais war. Und da konnte dann nochmal der Sonnenuntergang genutzt werden, um dann nochmal die ein oder andere Fotoaufnahme und das ein oder andere Video zu produzieren. Und das ist das. Vormittag wurde dann noch rumgefahren, um irgendwo hier in der Gegend von der Agrofarm eine Fläche zu finden. Das ist vielleicht mal ein behind the scenes, Die dann vielleicht doch noch ein bisschen trockener ist und du kennst ja von deinen Schlägen wahrscheinlich auch, Carina, so. An der einen Ecke ist es staubtrocken und an der anderen Ende hast du die Staunässe halt überall. Und da war es diesmal, dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, wo ist denn der leichte Boden in der Form? Als das da. Und wir haben ja schon ziemlich leichten Boden. Ja, glücklicherweise hier ist jetzt nicht so der begnadetste Boden, den wir hier haben um unsere Agrofarm herum, aber trotzdem war es dann doch zu viel. Und wir waren natürlich auch froh, dass der Regen kam. Der hätte nur halt... Wie viel Bodenpunkte hat der Boden? Boah, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ist auf jeden Fall ziemlich leichter Sandboden. Aber wie viele Bodenpunkte, weiß ich jetzt auch
auch nicht. Auf jeden Fall waren das so die Geräte und das war auch danach das Highlight natürlich für die Content-Kreatoren. Ja, ich habe auch plötzlich nur noch Kameras gesehen und es war so lustig, es von außen zu sehen, wie sie alle da in Reih und Glied im Feld gehockt haben und die Kameras gezückt haben. Das sah in der Tat sehr lustig aus. Ja. Dann, was haben wir denn dann gemacht? Ach ja, dann sind wir wieder in die Halle reingegangen und haben dann, noch ein paar spannende Fotos. Ja. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Genau, wir hatten, also der Sinn dieses ganzen Events ist eben nicht, dass wir sagen, bitte macht so viel Content wie möglich nur, sondern eigentlich auch, dass wir sagen, okay, das waren jetzt alles Influencer mit oder Kreatoren, mit denen wir halt auch schon häufiger vielleicht mal zusammengearbeitet haben oder bei denen wir Potenzial sehen. Da waren jetzt auch welche bei, die eigentlich normalerweise keine Lemken-Maschinen abbilden, aber einfach, weil sie aus Gebieten kommen, wo unverständlicherweise für mich gar keine Lemken-Gebiete, keine Lemken-Maschinen rumfahren irgendwie. wo wir trotzdem sagen, das sind gute Leute irgendwie und mit denen kann man gut schreiben. Sie können ja nichts dafür, dass sie dann auf einem Betrieb arbeiten, vielleicht gerade der kein Lemken hat oder der in einem Gebiet sind, wo kein Lemken fährt. Das ist bei denen ja nicht anzulasten. Genau, und dann hatten wir bislang immer gesagt, okay, wir machen das Ganze einmal klar, wir zeigen ein bisschen Maschinen von uns, weil es ja aber auch interessiert, weil für die Kreatoren es halt super ist, dass sie halt das ihren Followern zeigen können. Mhm. Dann haben wir aber immer noch zwei Vorträge, meistens einen intern, der jetzt aber nicht über Lemken geht, sondern über ein Zukunftsthema. Also diesmal war es unsere verfahrenstechnische Einheit, der autonome Selbstfahrer quasi, den wir ein bisschen in Szene gesetzt haben und da, wo wir sehr, sehr interessante Gespräche, glaube ich, hatten, wie die Reise hingeht, wo die Reise hingeht, ob das gut angenommen wird, ob das schlecht angenommen wird, was so die positiven Punkte und die negativen Punkte sind. Ja, es scheidet die Geister auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also aber es ist ja super spannend. Also wäre Quatsch, wenn auf einmal alle sagen würden, ja super, ich möchte das auf jeden Fall machen, ich möchte gar nicht mehr auf dem Trecker fahren und so weiter und so fort. Das wäre ja auch falsch, dann wäre ja irgendwas falsch. Das ist nämlich genau das, was ich gestern auch gesagt habe, aus Betriebsleitersicht und Kostenfaktor etc. Gut, kommt natürlich drauf an, was das Gespann dann am Ende oder auch kostet, um Gottes Willen, aber es ist ja nichts anderes wie der Staubsaugerroboter, den ich mir Anfang des Jahres geleistet habe. Ne? Er erspart mir eben Arbeit und ich habe mehr Zeit, weil ich dann eben nicht mehr selber mit dem Staubsauger rumrenne und natürlich macht man sich dann auch Gedanken darum, dass man irgendwann vielleicht auch mal am Feld so steht und da eben etwas autonom fährt. Und aus Betriebsleitersicht, gerade wo es ja auch so schwer ist, Leute zu finden, da kann ich ja auch ein Lied von singen, findet man das natürlich auch erstmal gut und interessant, aber auf der anderen Seite eben dieser Gesichtspunkt, dass wir das ja alles leidenschaftlich gerne machen und ich auch super gerne auf dem Traktor sitze, dann denke ich mir so, ja nee, eigentlich will ich ja gar nicht, dass einer die Arbeit macht, die ich ja auch gerne mache. Dann hast du noch mehr Zeit für Büroarbeit, für Prüfungen und so weiter. Sachen beantragen auf irgendwelchen Sachen. Ja, aber, nee. Vielleicht von dir, Johannes, was ist denn deine, so fachlich, dein Meinung dazu? Oder auch persönlich, kann man ja auch durchaus sagen. Also, ich glaube, das eine ist ja die fachliche Meinung bei dir als Lemkenrianer und das andere ist so ein bisschen ja auch als Landwirt, der du ja warst und bist, irgendwie die persönliche Meinung. Ja, tatsächlich ist es ja so, bei der verfahrenstechnischen Einheit, das ist ja quasi ein Zugfahrzeug, was wir entwickelt haben mit der Firma Krone zusammen, wo aber beide, weil... Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, postet ihr das beide nochmal kurz in die Story, damit die Leute auch vielleicht ein Bild davon haben. Ja, wir müssen da Bezug zu nehmen. Auf jeden Fall. Könnten wir vielleicht aber auch mal eine Folge draus machen, ne? Ja, also falls es euch interessiert. Wir hatten ja tatsächlich mal den Vorentwickler, der war ja mal in einer Folge hier, wo, wie war nochmal der Folgentitel? Schnelleres Pferd oder Auto, irgendwie so, glaube ich. Da war der Stefan Haverkamp war ja da. Ja, auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, wir haben das Ding jetzt vorgestellt und sammeln dazu eifrig Feedback auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen. Und aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir sind ja bei Lemken eigentlich ein Hersteller von Bodenbearbeitungsgeräten und für uns steckt eigentlich das Know-how. Sag ich mal, natürlich ist das ein Gerät, was autonom fährt, was viel Sensorik verbaut hat, aber man muss sich auch immer wieder vor Augen führen. Wenn man jetzt einen Grubber natürlich dahinter hängt, heutzutage auch einen Schlepper, der wahrscheinlich mit GPS ausgestattet ist, da könnte man wahrscheinlich auch den Sitzschalter überbrücken, dann könnte der das Feld auch autonom abfahren. Mhm. Man hat halt nichts davon, weil wenn der Grubber nachher verstopft ist oder eine Scherschraube abgebrochen ist oder was die Walze zusitzt und der Trecker zieht dann munter den ganzen Tag den kaputten Grubber durch den Acker schlecht. Und keiner merkt, das ist eigentlich die Krux bei der Sache. Man muss halt die Sensorik hinkriegen und die Überwachung der Anbaugeräte, dass die auch autonom arbeiten können, weil ansonsten hat man halt ein Zugfahrzeug, aber kein schlaues Bodenbearbeitungsgerät, was dann auch die, vor allen Dingen auch die Arbeitsqualität eventuell überwachen kann. Gerade wenn man jetzt von einem Grubber weggeht Richtung Saatbettbereitung beispielsweise eine Kreiselegge, da muss man ja irgendwie auch sicherstellen, dass die Krümelung so ist, dass man auch nachher davon
vernünftig reinsehen kann. Und das ist eigentlich das Interessante für uns als Bodenbearbeitungsgerätehersteller bei dieser Geschichte oder auch bei Krone dann. Die Mäharbeit beispielsweise bei einem Mähwerk, auch das muss ja überprüft werden. Sind alle Klingen noch drin oder so? Oder ist da eine rausgeflogen oder wie auch immer? Das ist das, worauf es uns eigentlich ankommt und was auch einen sehr großen Fokus bei uns dann auch hat, wie auch gestern die Entwicklungsingenieure ja dann auch betont haben. Und natürlich gibt es da auch, ja, so wie wir hatten da ja auch Diskussionen dann von wegen, die Algorithmen nehmen dann teilweise wieder vielleicht dem Landwirten Entscheidungen ab oder so. Das sehe ich in der Tat noch nicht so, weil erstmal muss der Algorithmus ja sowieso gefüttert werden, der dann halt dieses Gerät schlau macht und ja, da sind wir halt immer noch dabei, sammeln Meinungen von Landwirten und ich glaube, im Endeffekt wird es so sein, ich bin jetzt kein Entwicklungsingenieur, dass der Landwirt ja auch im Endeffekt auch noch immer Einfluss darauf nehmen kann, wie jetzt die Arbeit ausgeführt wird. Das hoffe ich zumindest, dass es so ist. Ansonsten werde ich es auch kritisch sehen. Weil im Endeffekt muss der Landwirt halt noch immer der Herr seiner ausführenden Tätigkeiten sein und nicht nachher sich dann vom Roboter erklären lassen, ungefähr wie er so zu arbeiten hat. Das glaube ich. Aber ja, da bin vor ich allen sehr hat gespannt. Der Landwirt ja auch die Erfahrung, ne, auf den Flächen, die er seit Jahren bewirtschaftet und so, die hat der Roboter ja auch im ersten Moment mal zumindest nicht. Ja, auch das ist so eine interessante Sache. Wie kommen jetzt die Daten, sag ich, wie du jetzt gerade gesagt hast, man kennt das ja beim Pflanzenschutz oder beim Düngen, hier könnte ich vielleicht mal ein Körnchen mehr streuen oder so, weil da ist eine Ecke, da kann man das immer machen oder da verträgt sich's gut. Solche Daten müssen ja auch irgendwo ausgewertet werden, übertragen werden und dann auch genutzt werden. Und da, ich glaube, da ist unglaublich viel Potenzial, um da noch effektiver zu arbeiten und effizienter zu arbeiten und vor allen Dingen auch, das hatten wir ja auch gestern, auch ein Riesenthema, was wir gesagt haben, Mitarbeiter, die fallen jetzt auch nicht einfach so vom Himmel, das hast du ja schon mehrfach erwähnt. Das kriegen wir auch bei Lemken. Also ich bin immer noch auf der Suche, ne? An dieser Stelle. Nochmal Bewerbungen wieder schicken an Carina. Bewerbung at Carina. Ja. Nein, aber das wird auch das mit den Mitarbeitern, das wird einfach ein Riesenthema werden. Vielleicht jetzt noch nicht in allen Regionen, aber es gibt durchaus schon Regionen, wo das dann teilweise auch zu großen Einbußen auch schon führen kann auf Betrieben, weil halt keine Leute da sind, die beispielsweise den Drescher fahren können. Das kennt man jetzt hier bei uns in der Gegend noch nicht so. Da findet man eigentlich immer arbeitswillige Erntehelfer, zumindest als Erntehelfer, aber auch da schon so einen Ganzjahresfestangestellten zu finden, das wird halt schwierig und dann muss man halt darüber nachdenken, wie man da eine Lösung findet. Jetzt du als privater Landwirt, wie siehst du es? Ja, ich muss sagen, ich hatte ja sogar schon mal die Chance, das auch in Action zu sehen. Ich finde das unglaublich beeindruckend. Also wir waren ja mit den ersten Geräten dann für Videoaufnahmen waren wir unterwegs und dann ist dann wirklich so, dann steht da so ein Ingenieur, der am Rand vom Feld mit seinem Laptop, das ist natürlich alles Vorentwicklung noch gewesen. Dann hat er seine GPS-Koordinaten da eingegeben und dann drückt er auf Play, büpp, und dann fährt die Maschine los und arbeitet dann quasi das ganze Feld und du stehst da so neben und denkst dir das. Also Raketentechnik für mich da gewesen. Und dann auch die Wendevorgänge, das ist ja alles definiert und berechnet, wie das am effizientesten ist und so. Das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema, aber also ich fahre auch sehr gerne Schlepper. Also jetzt nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Also ich bin, wäre ein Freund davon, wenn man eine ausgewogene Mischung hat, da man sich vielleicht zur Entspannung auch nochmal auf den Schlepper setzen kann. Sehr gut. Du willst eigentlich am Rand stehen mit dem Gamepad in der Hand und willst das Ding eigentlich per Fernsteuerung haben. Ja, genau. Ja. Mit so einer Virtual Reality. Ja, okay. Kann man sich die Schlepperkabine im Wohnzimmer nachbauen und dann kann man da so sitzen und fahren. Dann müsste eigentlich spielen wir irgendwann alle. Ja, genau. Spielen wir irgendwann alle nur noch Farming Simulator, weil wir Entzugserscheinungen haben. Dann mit deinem eigenen Hof. Und dann lässt du das, dann guckst du irgendwann nur so, Fenster fährt da gerade das Ding vorbei, wenn du gerade am Rechner. Nee, das möchte ich nicht. Oh Gott. Ja. Glaubst du denn, dass es bald eine Maschine gibt, Carina, die auch Herzchenkartoffeln eigenständig aus den Kartoffeln rausfindet? Auch das ist bestimmt möglich. Ich meine, es gibt ja so Kartoffelsortieranlagen durchaus, die ja auch mit Foto und Laser und keine Ahnung was arbeiten. Also in so ganz, ganz großen Firmen. Ich meine, das macht jetzt nicht der klassische Kartoffelbauer wie wir. Wir machen das alles noch per Hand, aber die Maschinen gibt es ja durchaus, die sortieren. Und die kann man bestimmt, bin ich von überzeugt, auch so programmieren, dass die Herzen extra aussortieren. Aber du hast doch nur eine Herzkartoffel eigentlich, oder? Habe ich doch ja, mal stimmt. Gehört? Mir wurde das dann auch erzählt. Genau. Du hast doch eigentlich immer eine Tasche herzliche Grüße an dich und an dieser Stelle, genau, habe ich ja immer nur eine Kartoffel in der Hosentasche, die ich dann zücke. Hast du die jetzt auch in der Hosentasche? Nein. Da ist sie, man sieht sie. Für die Hörer, Carina holt gerade die erste Kartoffel raus und zeigt sie. Ja. Nee, soweit ist es. Ja.
Ja, das war dann tatsächlich ja der Vortrag, der zweite Vortrag, und dann sind wir ja übergegangen. Genau, dann hatten wir noch einen Vortrag von einer Vertreterin vom Bundesverband der Influencer e.V. Ja. Sollte man eigentlich nicht meinen, dass es sowas gibt, aber es gibt ihn. War genau, ich auch erstaunt. Es ist ein, ist aber auch alles dann von denen, die dabei sind, mehr oder minder ehrenamtlich, dass sie das halt quasi so wie ihr für die Landwirtschaft sagten, sagen die, okay, sie wollen über das Thema Influencer und so weiter aufklären. Mit denen war ich auch schon mal in Kontakt für Messen und für Auftritte und so weiter und so fort. Finde ich eine coole Sache, die die machen, und die machen eine ganz gute Arbeit. Genau, und für sowas, also die kommen dann gerne das auch aus für Firmen, die sagen, wir haben hier was oder ein Event und könnt ihr da nicht mal was zeigen und ein bisschen aufklären, damit die Leute eben nicht bei Influencer immer sagen, das ist doch die Grippe, oder halt irgendwie, ne, sagen, ja, das ist immer nur der, ne, die leicht bekleidete Dame, die einen Lippenstift in die Kamera hält irgendwie, oder die Dubai-Influencerin, die irgendwo am, die immer mit derselben Wolke im Hintergrund an einem Pool liegen und so weiter. Genau, die hat so ein bisschen was zum Thema Do's and Don'ts auf den Channels gesagt, zum Thema Werbekennzeichnung, was glaube ich auch bei ein paar ist kein schönes Thema, aber wir sind halt in Deutschland, das ist halt wichtig irgendwie. Das ist aber das Problem, das ist ja auch das, ne, wir sind, würde ich mal sagen, die meisten, die auch gestern da waren, da war das ja nie das Ziel, dass das überhaupt mal so ein Ausmaß annimmt. Also wenn mir das hier mal einer vor 4 Jahren gesagt hätte, den hätte ich einen Vogel gezeigt wahrscheinlich, ne, das habe ich ja nie, und ja, wir sind da ja so reingerutscht tatsächlich, ne, und natürlich haben wir das nicht gelernt in dem Sinne. Ich meine, ich weiß nicht, ob Influencer vielleicht heute ein Ausbildungsberuf ist, keine Ahnung, aber die Influencer-Schule gibt es doch. Dann übernimmt irgendwann auch der Sohn vom Vater oder die Tochter von der Mutter dann das Gewerbe, dieses Channel, und darf dann, Generation. Ja, dann darf dann auch weiter hier Sachen promoten und so weiter und so fort. Ja, genau. Nee, aber wie gesagt, ne, und ich meine, man befasst sich damit ja auch irgendwie gar nicht so, weil man ja eigentlich in erster Linie einfach mal darüber berichtet, was man macht und so, und ja, gar nicht der, also zumindest ist es auch bei mir so, nie dieser Fokus so wirklich auf dieser klassischen Werbung war, dass ich da stehe und sage, hier, ihr müsst jetzt das und das kaufen, weil das, also ne, das war eigentlich ja nie das Ziel der Sache, und deswegen ist es natürlich auch mal interessant, dann eben halt auch mal, ja, die Sachen sich mal anzuhören, die natürlich dann, aber wie du schon so schön gesagt hast, wir sind ja hier in Deutschland, ne, die Spielregeln muss man sich dann eben auch mal anhören, ne. Und es ist in der Tat in Deutschland beides, es ist gleichzeitig wie immer überreguliert und halt zum anderen halt gar nicht reguliert, das heißt, du merkst auch, wie gesagt, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, und das hat angefangen mit Recht, wo die Richter halt auch nicht wussten, was das Internet irgendwie ist, und alle händeringend drauf gewartet haben, dass gesagt wurde, bitte, bitte, bitte erlasst eine Verordnung, damit wir rechtssicher sind, weil das eine Gericht hat dann abgemahnt und hat dann die Firmen bestraft, die anderen haben dann gesagt, nein, das ist der Influencer schuld, dann wird der bestraft, ein drittes Gericht hat gesagt, hey, nee, das ist alles gar keine Werbung, muss gar nicht gekennzeichnet werden irgendwie, und fürs Fernsehen und für alle anderen Sachen gibt es noch und nöcher irgendwie Regularien, kann man jetzt zustehen, wie man möchte, ob die sinnvoll sind oder nicht, aber es gibt halt Regularien, die man sich halten kann irgendwie. Ja. Und das ist, also das ist ja auch, es wäre ja auch eine Mehr, wenn, dass man sagen würde, dass wir als Lemke nicht wollen, dass es gekennzeichnet wird. Also da fällt auch nochmal, wir legen da großen Wert drauf, dass es gekennzeichnet wird, weil wir eben nicht den Eindruck erwecken wollen bei Fans von Creatoren, dass wir wollen keine Schleichwerbung machen, wir wollen, dass die Leute sehen, okay, da hat Lemken entweder was für bezahlt oder hat Lemken Gerät gesponsert und so weiter und so fort, aber wir kaufen uns damit ja keine Meinung. Also das ist uns ja auch wichtig, also wir geben jetzt ja nicht ein Gerät raus und sagen, jetzt musst du aber sagen, dass es alles super toll ist und so weiter und so fort. Ja, aber es ist ja auch irgendwie manchmal schwierig, ne, wo fängt es an und wo hört es auf? Also ich meine, im Endeffekt, wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich ja auch den Post über Clara gemacht, so, und da ging es ja ganz explizit um diese Wetterstation, und da habe ich auch oben Werbung hingeschrieben, so. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, 93 Mal am Tag die Solitär 25, wo Großlemken draufsteht, in meiner Story habe, ne, da gehe ich ja, das ist auch ein Zeitding, sage ich auch ganz ehrlich, ne, ich mache die Stories eben schnell während der Arbeit, und da fange ich nicht nur an und schreibe dann noch riesen Texte und Werbung und oh Gott, hast du es jetzt markiert, und da müsste ich theoretisch ja auf jedem Werbung haben, weil irgendwie sieht man ja auch immer eine Marke. Wie bei der Vogue WM muss dann halt immer Dauerwerbesendung genau, und genau, sowas meine ich halt, das ist halt dann wirklich die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf, und dass das eigentlich geregelt werden muss. Weil und dann kommst du aber auch da rein, gehst du auf die sichere Seite und schreibst einfach immer Werbung, okay, hast du es gemacht, ne, aber dann, ich kenne auch einen Fall, tatsächlich war aber Fitnessbranche und ist auch schon ein paar Jahre her, von einer Influencerin bei uns aus der Nähe. Da war es nämlich dann auch so, dass sie das so gehandhabt hat, hat ein Shampoo von Balea, oh Gott, ist das jetzt auch Schleichwerbung? Ja, wahrscheinlich. Nein, Achtung, wir sind hier im Podcast, wir können das nicht.
das sie sich selber bei DM gekauft hat, hat sie einfach nur ihre Meinung dazu gesagt, dass sie das total toll findet und so. Und das ging dann auch das Ganze vor Gericht und es ist nachher auch daran gescheitert, dass sie den Kassenbon nicht mehr hatte. Also ich meine, sie hat sich das wirklich gekauft und ich meine, ich heb auch nicht jeden Kassenbon von allem auf, ne? Und dann kommst du da irgendwie auch wieder in die Petrouille. Also es ist ja trotzdem, wie du schon sagst, ne? So einen richtigen Rahmen hat es irgendwie dann doch nicht und das macht es ja auch irgendwie schwierig. Also es ist dann wieder, wie immer, es arbeiten überall Menschen, aber das ist halt dann auch das, weil das haben wir gestern auch gehört von einem der Teilnehmer, der dann auch gesagt hat, naja, dann hat er eine Steuerprüfung gehabt, dann haben die ausgedruckt die Insta-Stories dabei gehabt oder die Posts, haben gesagt, ja, hier sieht man die und die Maschine, das haben sie ja wahrscheinlich umsonst bekommen oder das, ich glaube, bei ihm war es ja noch die Engelbert Strauß haben sie davon in die Quittung, haben sie die umsonst bekommen von Engelbert Strauß, dann hat er auch gesagt, naja, sind meine Klamotten, die habe ich seit Ewigkeiten, drei Tagen nicht bekommen, ich habe da ja auch niemanden verteckt und so weiter, aber bin ich ehrlich und das wird bei euch auch so sein, also ich habe auch nicht mehr alle Quittungen von allen Hosen, im Zweifel mache ich nämlich im Laden direkt, die brauche ich nicht. Ja, genau. Das ist halt wie immer das, wo fängt es an und wo hört es auf und das ist halt, dann braucht man einen übermotivierten Mitarbeiter irgendwo oder halt im schlimmsten Fall Konkurrenten oder Mitbewerber oder bei euch halt irgendwelche anderen Leute, die euch jetzt nicht wohlgesonnen sind irgendwie und die dann halt, also ne, das kann ja niemand friedlich leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt, ist das alte Sprichwort irgendwie. So ist es. Und das ist da halt auch so ein bisschen, deswegen für uns war es, dass wir gesagt haben, wir wollen es halt gerne mit reinnehmen, damit man so die Grundlagen so ein bisschen irgendwie, damit nochmal die Leute es auch wissen und damit man halt keine offensichtlichen Fehler macht irgendwie, weil also wenn wir Kooperationen machen, dann schreiben wir es auch immer rein, dass da drin steht, muss gekennzeichnet werden. Ja. Jetzt für uns als Lemken ist es gut, weil damit sichern wir uns so ein bisschen ab, ne, weil wir sagen, okay, müsst es da reinschreiben und für uns ist es auch wichtig, aber am Ende vom Tag gehen wir auch nicht hinterher und sind, ne, gehen bei jeder Koop oder bei dir, bei allem hin und sagen, du, da hast du aber nicht oder hast du irgendwie, also es machen bei uns eigentlich alle richtig, weil im Zweifel schreiben wir ihnen dann doch und sagen, hey, hier und so weiter und kommen oft, ach, wusste ich gar nicht, voll gut, dass ihr uns erinnert und so weiter, aber also ihr seid alles erwachsene Menschen und das ist halt dann irgendwann bei euch. Ja. Genau, und das waren so zwei Vorträge, die, glaube ich, auch ganz gut angekommen sind. Total, wahrscheinlich auch jeweils 4 Stunden hätte machen können und nicht in der Kürze, die wir hatten, aber man versucht dann ja doch immer so ein bisschen, wenn man sich das ausmalt, so ein Programm, dann ist es ja schon oft so, dass man sagt, ja, da reicht eine Stunde und da auch und wir alle wissen halt, ne, mit es zieht sich irgendwie. Diskurs, ja. Genau. Aber wir wollten ja auch irgendwann dann nach dem Vortrag auch dann zum gemütlichen Teil irgendwann übergehen, der dann ja auch ein wichtiger Punkt war und auch eines unserer Ziele, dass sich halt alle untereinander ein bisschen besser kennenlernen. Man kann mal wieder persönlich miteinander sprechen und das war ja auch ein wichtiges Thema. Das haben wir dann ja auch ausführlich noch gestern dann gemacht. Genau, also Hintergrund dieser ganzen Veranstaltung, die wir letztes Jahr zum ersten Mal hatten, Corona-bedingt in einem sehr, sehr, sehr kleinen Rahmen, weil da war noch das mit dem, ab welcher Anzahl muss das Essen verpackt sein, muss irgendwie, ne, und hier und da, und hast du nicht gesehen. Der Ursprung war ja, dass wir mit dir und mit anderen mal gesprochen haben und zwar immer, dass ihr gesagt habt, ja, man kennt sich eigentlich in der Szene, aber man sieht sich halt nie und wenn dann auf einer Messe und da ist dann aber immer, auch da, du kannst wahrscheinlich bestätigen von Messen, da jagt ein Termin den anderen die anderen Partner, die du hast, sagen auch, komm doch bei uns mal beim Stand vorbei natürlich irgendwie und dann hat man immer schnell die Fotos, sprich vielleicht 5 Minuten, sagt, boah, ich muss jetzt wieder weiter, wir sehen uns irgendwann und irgendwann wird natürlich wahrscheinlich 2 Jahre später bei derselben Messe oder bei der gleichen Messe sein, wo man wieder steht und sagt, jetzt haben wir gar nicht gesprochen, aber beim nächsten machen wir es irgendwie. Dann hat mir gesagt, okay, dann machen wir das doch einfach hier als Rahmen auf unserer schönen Agrofarm, in unserem Trainingscenter, was wir hier haben, wo wir auch heute sitzen und bieten da abends einfach mal die Möglichkeit, dass man sich auch wirklich durch die Blume weg unterhält und was ich ganz schön fand, war, dass das, glaube ich, geklappt hat, weil immer, wenn man neu in den Raum kam oder wenn man sich irgendwie umgedreht hat, haben andere Leute miteinander gesprochen. Mhm. Also es war jetzt nicht wirklich, dass man sagt, okay, es haben sich 3-4 Gruppchen gebildet, der Leute, die eh immer sich schon unterhalten und sich kennen, sondern es war wirklich ein reger Austausch, fand ich jetzt natürlich. Kannst du natürlich auch finden. Also kann ich nur bestätigen, dass es ist auch genauso, wie du schon gesagt hast, man kommt eigentlich viel zu selten so, also wir kennen uns alle untereinander und wir sind ja auch alle irgendwie im Kontakt, sei es über eine gemeinsame Kooperation oder weiß ich nicht wie, aber man hat diese Zeit gar nicht, dann sich auch mal wirklich mal, auch gerne auch mal privat auszutauschen, so, ne, jeder kennt ja auch irgendwie so, oder man kennt es ja, man meint, man würde den anderen kennen dann, weil man ihm ja folgt und ja alles mitbekommt, in Anführungszeichen, aber das ist ja nicht so. Ich meine, am Ende des Tages sind wir auch alle nur Menschen und haben auch noch ein Privatleben und dann ist es eben auch nett, wenn man sich einfach mal so ein bisschen austauscht und natürlich auch über gewisse Dinge, so, ne, wie machst du das oder sie sich auch einfach ein bisschen Tipps auch abholen kann und auch so. Auch Sätze, die gestern gefallen sind, die auf einem Creator Day vollkommen normal sind und sonst ein bisschen spooky sind mit dem, ja, ich folge dir ja auch und weiß ja auch, dass du es gekauft hast und weiß ja eigentlich auch alles, was du machst. Ja, genau. Ich
Ja. Ja, aber das war tatsächlich, ich fand das auch sehr schön. Auch manche Gesichter hatte ich auch selber noch nicht persönlich kennengelernt oder manche Personen hatte ich noch nicht. Ja, manche kennt man ja auch als Gesichter tatsächlich nicht, ne? Gerade so diese Bilderseiten, genauso unser eins, die auch mit Gesicht vor der Kamera stehen, sage ich mal, und was erzählen, die kennt man halt, ne? Und aber diese Seiten, die tatsächlich so sich auf diese, ja, die Creator-Seiten, die sich auf diese Fotos von Landmaschinen spezialisiert haben, da weiß man ja oft gar nicht, wer ist denn das da eigentlich, ne? Und das ist auch ganz spannend. Ich bin so und so und von dem Channel und ja, eigentlich kennt mich keiner, weil man sieht nur die Bilder. Alle. Genau. Ah, ja, der ist sehr gut. Ja, genau. Manche kennt man halt auch nur unter dem Channel-Namen und nicht unter dem richtigen. Ja, genau. Also bei Grabo ja auch. Ich glaube, sagen ja eh auch alle Grabo irgendwie zu Lukas Grabowski. Genau. Ja, oder Nils mit Landwirtschaft mit John Deere. Ist, glaube ich, der extremste von allen, weil den kennt man wirklich nur von, wenn überhaupt, von den Reels und so. So die Stimme eben, die kannte man, aber den Rest auch tatsächlich nicht. Ja, und dann war ja nach dem Abend gestern, folgte natürlich heute noch der letzte Programmpunkt, noch die Werksbesichtigung, wo wir auch nochmal alle eingeladenen Gäste dann durch unser Werk geführt haben, um da auch nochmal unsere Geschichte einmal zu zeigen, wo wir unser Know-how haben, wo wir unseren Schwerpunkt haben, also in der Schmiede dann beispielsweise. Und das ist ja auch, das ist zumindest immer das Feedback, was ich kriege, wenn man noch nicht bei uns in der Fabrik war, dass das sehr beeindruckend ist, dass da wirklich auch noch mit glühendem Stahl gearbeitet wird, dass da Menschen sind, die den glühenden Stahl dann wirklich mit der Zange aus dem Ofen rausholen und so. Das erwartet man vielleicht auch nicht unbedingt, wenn man jetzt über Lemke nachdenkt. Immer wieder beeindruckend. Also. Finde ich auch. Also es war ja tatsächlich auch schon meine vierte Werksführung heute, aber ich habe auch schon wieder was Neues gesehen und es ist immer wieder spannend, weil da habe ich mich mit Philipp dann auch kurz drüber unterhalten. Man hat halt oft einfach gar nicht vor Augen, wie viel Aufwand auch so eine Maschine halt mit sich bringt oder wie ihr auch erklärt habt, dass die Flufferschleißteile zum Beispiel da auch ja alle nochmal abgeschliffen werden, damit die vernünftig durch den Boden gleiten können und das sind ja alles Sachen, da denkst du ja gar nicht drüber nach, wenn du deine Schare wechselst und sagst so, ne, die sind runter, ich brauche neue, aber was da für ein Weg und für eine Arbeit drin steckt, glaubt man ja gar nicht. Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, also jeder ist natürlich herzlich eingeladen, mal eine Werksführung bei Lemken zu machen. Auf unserer Website kann man da sich für anmelden sozusagen und dann hat jeder die Chance, vielleicht mal mit der Berufsschulklasse oder als Betriebsausflug oder mit dem Kegelclub vielleicht oder so. Kann man hier auch eine Werksbesichtigung machen. Genau. Wir haben dann passende Guides jeweils zur Verfügung und vielleicht erfüllt sich der große Traum und ihr könnt mit eurem Podcast-Liebling durchs Werk machen. Müsst dann extra angeben bei Anmerkungen. Mit Johannes, die Führung. Ich habe aber in so viel Kapazitäten habe ich auch nicht mehr frei dann. Aber wie gestern auch manchmal kam so, Johannes, ja, dich kennen wir ja schon vom Sound, vom Podcast. Stimmt, die Stimme kennen wir. Kennt man nur die Stimme, ja. Ja, und jetzt tatsächlich, dann war ja auch dann heute um 11 Uhr, ist dann ja von unserem Influencer-Event dann der Hammer gefallen. Und jetzt sitzen wir hier und machen noch die Podcast-Aufnahme. Genau. Und ich würde sagen, dass wir einen schönen Tag hatten, würde ich sagen, oder? Ja, also mir hat es alles in allem sehr gut gefallen, aber ich würde gerne einmal an Carina weitergeben, weil du warst ja einer der Gäste. Also wenn ich als Veranstalter sage, es war alles super toll, dann ist es vielleicht so, aber wenn du jetzt sagst, naja, war jetzt irgendwie nicht so. Ich meine, jetzt war eine kleine Drucksituation aufgebaut, dass ich dich natürlich jetzt frage. Jetzt muss ich ja was Gutes sagen, ne? Der Rest wird einfach rausgeschnitten. Also eigentlich, wenn jetzt nichts kommt und Stille kommt, dann hat Carina nichts zu sagen. Eigentlich werde ich auch gerade richtig bedrohend angeguckt von Patrick. Nee, es war natürlich wie immer einfach nur schön. Wie gesagt, ich fand es eine rundum gelungene Veranstaltung. Der Austausch war schön. Die Vorführungen waren gut gemacht. Die Vorträge waren super spannend. Man kam auch darüber nachher in die Diskussion und in den Dialog. Und das gesellige Beisammensitzen dann mit dem ein oder anderen Bier ist natürlich auch immer nett. Wie gesagt, ich habe auch von allen anderen nur Gutes gehört. Also, und ich glaube, ich kann auch im Namen von allen anderen Influencer-Kolleginnen und Kollegen einmal großes Dankeschön an euch sagen. Das ist für uns nicht selbstverständlich, dass wir da eingeladen werden und es uns am Ende des Tages auch an nichts fehlt. Und war sehr schön und immer wieder gerne. Auch zum 5. Mal durchs Werk. Ja, das sind doch... Jetzt hat sie auch Influencer gesagt. Du hast gehört, Johannes. Ich habe es ja absichtlich gesagt.
Das ist blöd im Podcast, da sieht niemand meine Mimik. Ne? Ich gestikuliere hier auch immer so wild rum, aber es sieht ja einfach keiner. Wir haben vorhin schon mal gesagt, ob wir nicht noch irgendwann von euch beiden einfach mal einen Live-Podcast irgendwie auf einer Messe fällt, auf der Agritechnik, kann ich es ja machen. Dann können wir ein Video machen für die, die nicht dabei sind. Oder schön im Trubel am Stand. Für alle, die live sein wollen, dann gehen wir auf die erste Etage. Dann habt ihr so eine kleine Empore, wo ihr oben sitzen könnt und fällt einfach. Da fühle ich mich richtig wohl. Ja. Das weiß ich jetzt. Ich glaube, dass ihr beide das da richtig Bock drauf habt. Ein ganz entspanntes Gespräch, Johannes. Ja. Ja. Was hast du gesagt? Ungefähr so wie die ersten Podcast-Aufnahmen. Aber das sind doch, das sind sehr schöne Worte zum Abschluss dieser Folge, Carina, gewesen. Ja. Und wir von Lemken, wir bedanken uns natürlich bei allen Content-Creatorinnen und Influencern, die da waren, für die, sehr schöne Zeit, für die guten Gespräche, die wir hatten und für die wahrscheinlich noch vielen Projekte, die daraus vielleicht auch wieder entstanden sind und die Ideen, die da geflossen sind. Man wird ja durchaus kreativ, je länger man abends dann zusammensteht, da kommen ja manchmal gute Ideen, manchmal vielleicht auch nicht so gute Ideen, viele Sachen kann man, glaube ich, doch weiterverfolgen, die ich jetzt noch so im Kopf habe von gestern und wir sagen damit... Schreib sie schnell noch auf, damit sie nicht verloren gehen. Genau. Genau, also ich bedanke mich auch, dass ich dann Teil heute des Podcasts sein durfte. Ich hoffe, alle, die es hören, finden es auch einigermaßen gut. Ich hoffe, euch hat es nicht genervt und gerne nochmal wieder oder wenn es Fragen gibt, dann wisst ihr, könnt ihr uns schreiben. Landet alles direkt beim Kollegen Mirko. Freut sich. Also Mirko, wenn du es hörst, nächste Woche kommen ein paar Anfragen. Genau, also von meiner Seite auch vielen Dank und dann vielleicht bis ein zweites Mal irgendwann in ferner Zukunft. Genau, das letzte Wort. Das ist mein Part. Ja. Patrick, dir auch nochmal vielen Dank, dass du heute da warst und nochmal mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Und jetzt würde ich kommen zu meinem Part. Das ist mein Ding hier im Podcast. Ja. Und das letzte Wort hat wie immer Carina. Ist schön, das hätte ich jetzt auch gerne gefilmt, dieses Konkurrenzverhalten hier gerade. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ich wie immer das letzte Wort haben darf. Ja, Patrick, danke dir, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut, auch mal ein paar Einblicke da ins Marketing von eurer Seite zu bekommen. Und ja, allen Zuhörern wie immer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.